Der Fall der Mauer gehört zweifelsohne zu jenen seltenen historischen Ereignissen, bei denen die Zeitzeugen unmittelbar, noch während sich die Geschehnisse entfalten, wissen, dass sie den Verlauf der Geschichte verändern werden. Der kürzlich verstorbene hessische FDP-Politiker und ehemalige Minister für Wissenschaft und Kunst, Dr. Wolfgang Gerhardt, der im Herbst 1989 Bevollmächtigter des Landes Hessen beim Bund war, erinnerte die Bundesratssitzung am Tag nach dem Mauerfall als einen der bewegendsten Momente seiner langen politischen Laufbahn. Nicht nur seien sich alle der Außergewöhnlichkeit der Ereignisse bewusst gewesen, die Geburtsstunde freiheitlicher Ordnung umwehe auch eine ganz eigentümliche Atmosphäre. Am Abend zuvor waren die Abgeordneten des Bundestages spontan aufgestanden und hatten die Nationalhymne angestimmt, als sie im Rahmen einer Plenarsitzung im Bonner Bundestag von der Maueröffnung erfahren hatten. Und auch in meinen Erinnerungen ist die freudig aufgeregte Stimmung jener Tage im November vor 35 Jahren tatsächlich noch sehr präsent. Ich war damals 10 Jahre alt und trotz dieses jungen Alters spürte ich, dass gerade etwas ganz Besonderes in unserem Land passierte. Heute, in der historischen Rückschau, wissen wir, dass die Maueröffnung ein wichtiger Meilenstein hin zur Überwindung der deutschen Teilung und Beendigung des Ost-West-Konflikts war. Doch dieser Weg war am Abend des 9. November 1989 keineswegs vorgezeichnet. Und anlässlich des aktuellen Gedenkens sollten wir uns deshalb erneut die Offenheit der Geschichte in der damaligen Situation vor Augen führen und berücksichtigen, dass auch alles hätte ganz anders kommen können. Im Wendeherbst hatte sich ein historisches Fenster für die deutsche Wiedervereinigung geöffnet, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ausgangslage mit einer Vielzahl von innen- wie außenpolitischen Akteuren ausgesprochen komplex war und die Ereignisse zudem von einer ganz großen Dynamik geprägt waren. Die Gefahr, dass sich die Situation aufgrund bewusster Entscheidungen oder unkontrollierter Kettenreaktionen in Gewalt umschlagen könnte, war zu verschiedenen Zeitpunkten höchst real. Vor diesem Hintergrund tritt nochmal in aller Deutlichkeit zutage, welch großer geschichtlicher Glücksfall der Verlauf der friedlichen Revolution für Deutschland und für Hessen, das im Norden an die DDR grenzte, war. Die Erinnerung an die historischen Ereignisse der Jahre 1989 und 1990 lässt uns den hohen Wert von Freiheit, Demokratie und Freiheit ein jedes Mal auf Neues erkennen und auch wertschätzen. Auch vergegenwärtigt sie uns den großen Mut der Frauen und Männer, die damals in der DDR auf die Straße gegangen sind, um gegen Unterdrückung und für Freiheitsrechte zu demonstrieren und somit auch einen wesentlichen Anteil am Zusammenbruch des SED-Regimes hatten. 35 Jahre nach dem Mauerfall lässt sich festhalten, dass die deutsche Einheit zwar vollendet, aber nicht vollkommen ist. Die Beschäftigung mit den Dingen, die sich noch nicht so entwickelt haben, wie erhofft, oder damit, was die alten und neuen Bundesländer auch heute noch unterscheidet und trennt, verstellt jedoch bisweilen den Blick darauf, warum wir damals in Ost und West zur Überwindung der Teilung aufgebrochen waren und was wir dabei stets gewonnen haben. Hierin liegt eine große Chance von Gedenktagen, sich zu erinnern, was war, und zugleich auszuloten, welche Bedeutung dies für unsere Gegenwart und Zukunft hat. Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit Herrn Professor Schröder und Herrn Professor Telschick zwei Zeitzeugen für unsere heutige Veranstaltung gewinnen konnten, die den Mauerfall und die Wendezeit in führenden politischen Positionen in Ost- und Westdeutschland erlebt und die Wiedervereinigung auch entscheidend mitgestaltet haben. Horst Telschick prägte die Außenpolitik der Ära Kohl wie kaum ein anderer. 18 Jahre lang gehörte er zum engsten Mitarbeiterkreis von Helmut Kohl und war sein wichtigster Berater in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Seit dem Regierungswechsel 1982 leitete er die Abteilung Auswärtige und innerdeutsche Beziehungen, Entwicklungspolitik
und äußere Sicherheit im Bundeskanzleramt. Auf die Entwicklung 1989-90 hatte er als Impulsgeber und Gestalter des 10-Punkte-Programms, das als wichtiger Katalysator für den Wiedervereinigungsprozess gilt, maßgeblichen Einfluss. Zudem war er zentral an den deutsch-deutschen Verhandlungen der Wendezeit beteiligt. Gemeinsam mit dem Bundeskanzler besuchte er 1990 den damaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow in Moskau. Infolge dieses Besuchs war der Weg für die Wiedervereinigung frei. Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ehrte Horst Teltschek in einer Laudatio aus dem Jahr 2021 als einen, der dem Schicksal in einem entscheidenden historischen Moment zu unser aller Glück in die Speichen gegriffen habe. Richard Schröder war Mitglied der Bürgerrechtsbewegung in der DDR und gehörte laut einem FAZ-Artikel aus dem Jahr 2023 zu den Köpfen unseres Landes, die große Wirkung entfalteten, ohne je ein hohes politisches Amt inne gehabt zu haben. Da ihm aufgrund seines kirchlichen Elternhauses der Zugang zur staatlichen höheren Bildung verwehrt wurde, studierte er an kirchlichen Ausbildungsstätten Philosophie und Theologie und war anschließend als Pfarrer und Hochschullehrer tätig. Im Zuge der Friedlichen Revolution 1989 engagierte er sich bei der Ökumenischen Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der DDR und war Mitautor des Grundsatzdokuments Mehr Gerechtigkeit in der DDR. Im Dezember 1989 trat er der Sozialdemokratischen Partei in der DDR bei und arbeitete an deren Grundsatzprogramm mit. Er war Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender der SPD in der letzten und einzig frei gewählten Volkskammer der DDR sowie Abgeordneter im Deutschen Bundestag zur Zeit der Wiedervereinigung. Es ist uns eine besondere Ehre und sicherlich auch mit einem großen Erkenntnisgewinn verbunden, dass diese beiden zentralen Akteure ihre jeweiligen Erfahrungen und auch Inneneinsichten aus der Wendezeit im Rahmen der heutigen Veranstaltung mit uns teilen werden. Was Herrn Professor Schröder und Herrn Professor Teltschek aber darüber hinaus zu wertvollen Gesprächspartnern macht, ist ihre Expertise hinsichtlich der gesellschaftlich-politischen Entwicklung der letzten 35 Jahre seit dem Mauerfall. Als wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wird ihre Meinung in zeithistorisch-politischen Debatten rund um West und Ost erfragt und auch gehört. Ich wünsche uns allen einen interessanten und erkenntnisreichen Abend und freue mich sehr, dass Sie alle dieser wichtigen Gedenkveranstaltung zu diesem wichtigen historischen Wendepunkt teilnehmen und freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Jetzt kommt als nächstes ein Video und dann kommt Herr Dr. Hettroth auf die Bühne. Dankeschön. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR bzw. die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich eine, inhaltlich auch so. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Lassen Sie uns heute einen Moment eintauchen in das historische Geschehen. Dazu zählt ja der Wind of Change. Die Maueröffnung kam nicht von heute auf morgen. Seit Mitte der 80er Jahre sind immer wieder DDR-Bürger vorgedrungen in die bundesdeutschen Botschaften in den Ostblockstaaten, um von dort aus ihre Ausreise zu erzwingen. Das hat manchmal geklappt, meistens hat es nicht geklappt, dann reisten sie zurück in die DDR mit der Zusicherung, straffrei auszugehen. Diese Methode wurde aber lohnender und aussichtsreicher,
als 1989 und 88, 89 Ungarn sich in großer Geschwindigkeit zu einem Rechtsstaat wandelte. Damit verbunden war der Abbau von militärischen Grenzanlagen. Damit verbunden war auch die symbolische Zerschneidung des Stacheldrahtzauns an der österreichischen Grenze. Der eiserne Vorhang bekam ein Loch. Und darum haben sich immer mehr DDR-Bürger überlegt, dass sie in die Prager Botschaft mussten. Und so kam es, dass im September 1989 mehr als 4000 DDR-Bürger dort waren. Sie wollten von dort aus ihre Ausreise erzwingen und gingen dieses Risiko ein. Am 30. September hatte dieser Krimi, dieser politische Krimi, ein Ende. Wir erlebten ein erstes Happy End. Ich denke, wer das gesehen hat, der darf auch als Politiker Gefühle zeigen. Und ich möchte sagen, dies ist eine gute Stunde für viele Menschen, für die wir dankbar sind. Ich habe dort drüben gesagt, das ist für mich die bewegendste Stunde meiner politischen Arbeit. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir zeitlich ungefähr da, wo ich uns haben wollte, nämlich im Sommer 1989. Und da würden wir dann, wenn Sie jetzt zu mir kämen, auch anfangen zu sprechen über die deutsche Einheit. Ja, Herr Professor Schröder, vielleicht fangen Sie an, uns ein Gefühl dafür zu geben, wie ein DDR-Bürger sich im Sommer 1989 gefühlt hat, ob er eigentlich ahnte, was passieren konnte und wie Sie persönlich mitgewirkt haben am Lauf der Geschichte in der DDR. Also für uns in der DDR war eigentlich das eigentliche Datum ein Monat vorher, am 9. Oktober. Am 9. Oktober waren so viele Demonstranten zur Montagsdemonstration gekommen und die DDR-Behörden hatten sich völlig verschätzt. In Berlin nahm man an, es kommen 20.000. In Leipzig hat man gesagt 40 und in Wirklichkeit kann 70. Und dann haben sie beschlossen, sie hatten 5.000 Sicherheitskräfte. Das sei zu wenig für 70.000 für Inhaftierungen. Man wollte sie nach Markleberg einlochen. Und sie sind also vor den Demonstranten kapituliert. Wo genau waren Sie an dem Abend? Ich war in Berlin, also beziehungsweise Blankenfeld in meiner Wohnung. Und habe von dem Moment an habe ich geglaubt, jetzt wird alles Mögliche möglich, dass wir einen Monat später die Maueröffnung haben. Das habe ich allerdings nicht so schnell erwartet. Und es ist ja auch, das kam ja auch jetzt noch ganz zum Ausdruck, es war ja eigentlich ein Versprecher. Der Herr Schopfhoff, also diese Erklärung, die er da vorträgt, die betrifft gar nicht jeden DDR-Bürger, sondern diejenigen, die die DDR endgültig verlassen wollen. Die brauchen dann nur noch ihren Ausweis zu zeigen und können an jedem Grenzübergang die DDR endgültig verlassen. Die wollten die Ausreisewilligen loswerden. Aber da der Schabowski das so ein bisschen durcheinandergebracht hat, sind die Leute zu den Übergängen gelaufen und wollten rüber. Und die Grenzsoldaten hatten keine Weisung, was sie machen sollen. Und als der Druck immer stärker wurde, dann hat dieser eine namentlich auch bekannte Stasi-Offizier nicht anders zu helfen gewusst, als aufzumachen. Und damit war Mauer de facto aus Versehen gefallen. Es ist sicher ein Beispiel dafür, wie viele Dinge in der Zeit anders hätten laufen können, viel da noch hätte schief gehen können. Aber bleiben wir noch mal bei diesen Demonstrationen. Ja. Wir saßen im Westen, haben uns das angeguckt. Wie war das für einen Bürger der DDR? Hatte man Mut, haben Sie gehabt, sagen immer alle, Mut und die friedliche Revolution, die mutigen Menschen.
hatte man auch Angst? Oder hatte man Angst und wollte trotz dieser Angst was bewegen? Oder entwickelte sich eine Eigendynamik? Also diese Demonstrationen, besonders in Leipzig, waren ja in Gefolge dieser Friedensandachten in der Nikolaikirche entstanden. Ich will jetzt nicht zu sehr in Details gehen, aber es war auch, also dass sie plötzlich in die Leipziger Öffentlichkeit gegangen sind, hing auch damit zusammen, dass es zwischen den Veranstaltern und der Kirchengemeinde Knatsch gab. Und als die angefangen haben, vor der Kirche aufzutreten und zu demonstrieren, hat im September die Sicherheitskräfte der DDR noch richtig zugeschlagen und inhaftiert. Und es sind also dann das war vereinbart, wer verhaftet wird, ruft seinen Namen. Dann hat man die Verhafteten auf großen Tapetenwänden aufgeschrieben und vom Kirchturm runtergehängt. Und also das ist ein glücklicher Umstand gewesen, dass im Laufe der Zeit die Oppositionellen Verhaltensweisen entwickelt haben, die ihnen eine gewisse Sicherheit gab. Dann war ja auch Anwälte mit von der Partie, die dann sich angenommen haben. Die Angst war da, aber durch diese Kooperationsveranstaltungen war sie irgendwie begrenzt. Aber es gibt von der ersten Verhaftung von Demonstranten gibt es also Schilderungen, wo einem die Haare zu Berge stehen, wie dem umgegangen ist. Aber komischerweise haben sie das dann aufgegeben, diesen harten Kurs gegen die Demonstranten. Und bei 70.000 übrigens viele Leute aus den Industriegebieten, also gar nicht nur Oppositionelle, die man bisher so gekannt hatte, sondern auch viele andere, haben mitdemonstriert und dadurch wurde die Sache natürlich auch je größer. Sie wird umso weniger war zu befürchten, dass sie niedergeschlagen wird. Dann lassen Sie uns jetzt nach Bonn blicken. Professor Telcik, Sie saßen da ja nicht und haben nichts mitgekriegt. Aber Sie waren ja der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers. Sie durften nicht alles sagen, was Sie wussten. Hatten Sie eine Methode, nach der Sie jetzt vorgehen wollten, in der Mitte des Jahres 1989? Wir hatten eine Methode im Umgang mit allen Warschauer Paktstaaten in Ende der 80er Jahre, indem wir systematisch beobachtet haben, verfolgt haben, Gespräche geführt haben, mit den jeweiligen Partei- und Staatsführern in den Warschauer Paktstaaten über die zukünftigen bilateralen Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und den Warschauer Paktstaaten. Also im Jahr 88, 89 war ich im Auftrag des Bundeskanzlers auf geheime Reise in allen Warschauer Paktstaaten und habe mit allen Generalsekretären dort Gespräche geführt. Die Initiative ging in der Regel, also ursprünglich von den Ungarn aus. Die Ungarn hatten einen sehr aktiven Botschafter in Bonn, der ständig versuchte, Termine mit mir zu bekommen und mit dem Ziel, wir müssen Ungarn unterstützen auf dem Weg der Veränderungen und sie brauchen wirtschaftliche Hilfe. Und der Bundeskanzler war bei 88 in Budapest. Die Gespräche mit Kader blieben ohne Ergebnis. Kader sagte ständig, sie hätten Probleme, weil sie Reformen begonnen hätten. Nicht, weil sie zu wenig Reformen machen würden, sondern weil sie Reformen eingeleitet hätten, hätten sie jetzt die Probleme. Aber die Folge war, dass der Bundeskanzler mich beauftragt hat, vertrauliche Gespräche zu führen in den Hauptstädten aller dieser Warschauer Paktstaaten. Ich war bei Schiffkow in Bulgarien, ich war bei den Präsidenten in der Tschechoslowakei,
Ich war, er hat ein halbes Jahr Verhandlungen in Polen geführt und so weiter. Und habe ein unterschiedliches Bild der Entwicklung bekommen. Schiffkow sagte mir beispielsweise, sein Wunsch sei, dass er wie die Ungarn Kredite von der Bundesrepublik bekäme. Mhm. Ich habe ihm gesagt, der Bundeskanzler ist bereit, ihm Kredite zu geben, unter der Voraussetzung, dass er Reformen einleite. Daraufhin sagte er zu mir, Herr Telschek, ich kann keine Reformen einleiten. Die Situation, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir haben in der Geschichte zwei gute Freunde gehabt, die Russen und die Deutschen. Mit den Deutschen sind wir immer kleiner geworden. Jetzt können wir es uns nicht mehr leisten, mit Deutschen eng zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt, na gut, dann gibt es auch keine Kredite. Das war's. In Budapest, ein Gespräch mit Kadar, ein Jahr vorher war der Bundeskanzler bei ihm. Kadar erneut, wir brauchen Kredite für Wirtschaftsreformen. Und ich habe ihm gesagt, er muss auch politische Reformen einleiten. Nein, sie hätten die Probleme wegen der Reformen. Und nur interessanterweise hat mich dann der ungarische Botschafter mit zwei CK-Sekretären zusammengebracht, zu vier Augengesprächen. Der eine war CK-Sekretär für Wirtschaft, das war Nemeth, Miklós Nemeth, der spätere Ministerpräsident. Miklós Nemeth hat mir gesagt, wir müssen Kadar ablösen. Unter vier Augen war das, vier Augengespräch. Zu mir, wir werden Kadar ablösen. Wir haben auch schon einen Nachfolger im Auge. Dann hatte ich mit dem ein Vier-Augen-Gespräch mit dem CK-Sekretär für internationale Beziehungen. Und auch er, wir werden Kadar ablösen. Und das Interessante war, dass sie keine Scheu hatten, mit mir über die Ablösung Kadars zu sprechen. Sie haben ein Jahr darauf Kadar abgelöst und Nachfolger wurde der KP-Chef in Budapest. Und Sie kennen ja die Entwicklung mit der Fluchtbewegung und so weiter. Aber wir haben Ungarn auch finanzielle Hilfe gegeben. Aber sie waren auch zu Reformen bereit. Wir haben mit Ungarn als erstes Mitglied des Warschauer Paktes eine Vereinbarung aushandeln können über die Behandlung von Deutschen, Ungarn-Deutschen, um deren Lebensstandard und Lebensbedingungen zu verbessern. Wir haben ein Abkommen verhandelt über Zugang zu kulturellen Gütern der Bundesrepublik und so weiter. Das heißt, Ungarn hat dann zunehmend DDR-Flüchtlinge gehabt und die Frage war, was tun? Und die DDR hat darauf gedrängt, die DDR-Flüchtlinge alle in die DDR zurückzusenden, was Horn und Nemeth abgelehnt haben. Und Sie wissen, dass es im August 1989 zu persönlichen Gesprächen von Nemeth als Ministerpräsident und Horn als Außenminister mit Helmut Kohl und Schloss Gymnich. Schloss Gymnich und mit dem Außenminister kam und bei der Gelegenheit verabredet wurde, die Grenze zu öffnen. Und Sie wissen, in telefonischer Abstimmung mit mir haben wir diese Öffnung der ungarischen Grenze so legen können, dass gerade der CDU-Parteitag in Bremen stattfand. Wenn das nicht passiert wäre, hätten Norbert Blüm und andere Helmut Kohl abgesägt an dem Tag. Ich weiß nicht, ob das gelungen wäre. Aber jedenfalls haben Sie den Versuch dann aufgegeben. Ja, Sie haben den Versuch berechtigterweise aufgegeben, weil in der Stunde, wo Ungarn die Grenze öffnet, das ein fatales Signal gewesen. Herr Schröder, inwieweit haben Sie diese internationale Entwicklung und auch diese bilateralen
Gespräche. Wie weit konnten Sie das im Blick haben? Na, wir haben natürlich mitgekriegt, dass die Solidarność gegründet wurde. 1980 war das, in der Leninwerft in Danzig. Wir haben natürlich auch mitbekriegt, dass ein polnischer Bischof Papst wurde und das offenbar den Kommunisten gar nicht gefallen hat. Dass aber andererseits den von der katholischen Kirche in Polen vertretene Kurs auf diese Weise in Polen großen Aufwand bekommen hat. Und wir haben auch immer gewusst, dass unsere verhältnismäßig großen Spielräume als der Kirche in der DDR auch mit Krediten zu tun hatte. Es hat ja in der DDR 1953 so etwas wie einen kleinen Kirchenkampf gegeben, wo insgesamt 70 Pfarrer und Jugendleiter im Gefängnis gesessen haben. Das ist dann auf Intervention der Russen abgebrochen worden. Und danach hat sich eine etwas freundlichere Haltung der SED zur Kirche gebildet, weil der Westen signalisiert hat, ob wir euch Kredite geben oder nicht, das messen wir auch daran, wie ihr mit der Kirche umgeht. Und dadurch ist ein gewisser Schutz für die evangelische Kirche in der DDR entstanden, denn die Kommunisten waren auch nicht so scharf wie auf Westgeld. Setzen Sie Kirche mit evangelischer Kirche in der DDR gleich? Wie? Setzen Sie Kirche in der DDR mit der evangelischen Kirche? Ja. Die Katholiken haben da, waren da. Naja, die Katholiken sind ja eine sehr kleine Minderheitskirche in diesen Gebieten. Im Eichsfeld und in einem Gebiet in der Lausitz sind sie Mehrheitskirche gewesen. Sonst aber nur, und haben immer Angst gehabt, dass sie zerquetscht werden. Und deswegen sind sie sehr vorsichtig gewesen. Aber diese finanziellen Angelegenheiten, bei denen die staatlichen Stellen plötzlich Interesse entwickelten dafür, dass zwischen der Ostkirche und der Westkirche Geld, also umgekehrt Geld fließt, das war bei den Katholiken auch der Fall. Wie groß war der Einfluss der evangelischen Kirche auf die Entwicklung hin zur Einheit? Können Sie da auch konkrete... Also im Blick auf die deutsche Einheit muss man sich daran erinnern, dass die oppositionellen Gruppen sie in ihren Programmen nicht draufstehen hatten. Der Ruf nach der deutschen Einheit ist die Tat der Demonstranten gewesen. Und das hat dazu geführt, dass im Herbst 1989 zwischen den Helden des Herbstes und den Demonstranten ein Riss aufkam. Wir wollen die DDR reformieren und nicht die Vereinigung, war die Forderung der meisten Oppositionellen. Die SPD, zu der ich damals gehört habe und immer noch gehöre, hat da etwas anders votiert. Aber das neue Forum war strikt gegen Einheitskurs. Und die evangelische Kirche hat, da muss man auch unterscheiden, die Kirchenleitungen haben auch eher vorsichtig das Thema angefasst, wenn nicht sogar Ablehnung signalisiert, aber in den Kirchengemeinden, auch wegen der über Jahrzehnte gehenden Partnerschaften zwischen Ost- und Westgemeinden, ist das Thema natürlich anders gewesen. Die evangelische Kirche hat vorher in der Zeit der Teilung für den Zusammenhalt der Teile Deutschlands eine ganze Menge getan. Auch nachdem die evangelische Kirche in der DDR diesen Bund gegründet hat, durch die sie aus der EKD ausgetreten sind de facto, ist immer ein besonderes Verhältnis zwischen den beiden deutschen evangelischen Kirchen praktiziert worden. Und das hat schon eine beachtliche Zahl von Kontakten über die Grenze hinweg befestigt. Lassen Sie uns wieder nach Bonn gehen. Herr Teltschik, es gab ja auch eine gesellschaftliche Debatte. Sie mussten sich ja da irgendwie auch verhalten. Ja, die gesellschaftliche Debatte war in der Bundesrepublik in Bezug auf die deutsche Einheit sehr zurückhaltend, bis zu dem Punkt, dass sie überhaupt nicht da war. Nicht, denn die Ausgangssituation war doch die, und das habe ich übrigens schon in meinem Studium erfahren. Ich habe ja in West-Berlin studiert und mein wichtigster Professor und
der Lehrer war Richard Löwenthal. Richard Löwenthal war nicht nur aus dem britischen Exil als Jude zurückgekehrt, er war ein Kenner der Sowjetunion, Russlands, der Geschichte und des ganzen Warschauer Paktes. Und wir haben mal ein Seminar durchgeführt mit dem Thema Veränderungen in den Warschauer Paktstaaten in Richtung Öffnung und in Richtung Verfestigung. Und ich habe in diesem Seminar eines mitgenommen, nämlich genau alle Warschau-Paktstaaten zu verfolgen unter dem Gesichtspunkt, wo sind Faktoren der Erosion, der Übung, sich von Moskau immer stärker abzugrenzen und wo geschieht das Gegenteil. Wir hatten ja schon, das war übrigens meine Examensarbeit bei Richard Löwenthal, hatte ich das Thema bekommen, die Rolle Albaniens im sino-sowjetischen Konflikt. Ich meine, das war eine unfaire Aufgabenstellung, weil es kaum Material gab. Auf der anderen Seite war es faszinierend, dass der kleinste Warschauer Paktstaat in der Lage war, einen U-Boot-Hafen der Sowjetunion zu kassieren, samt der U-Boote, und die Sowjetunion keine Bestrafung durchgeführt hat. Warum? Weil der KP-Chef von Albanien schon begonnen hat, die beginnende Erosion der Beziehungen zwischen der Volksrepublik China, also zwischen Mao und Khrushchev in der Sowjetunion, auszunutzen. Und wer auch begonnen hat, sich dieser Spannungen zwischen Moskau und Peking zunutze zu machen, war Ceausescu in Rumänien. Das heißt, es gab im Warschauer Pakt immer wieder Entwicklungen, die signalisiert haben, dass dieses Bündnis nicht auf Felsen gebaut ist, sondern für Erosionen anfällig ist. Und unter diesem Gesichtspunkt war 1989 schon erkennbar, dass sich hier eine Fülle von Lockerungen entwickelt haben. Nehmen Sie, ich habe ein halbes Jahr 1990 mit den Polen verhandelt, im Auftrag des Kanzlers. Wir haben eine gemeinsame Erklärung von 120 Seiten formuliert. Willy Brandt sagte, es ist etwas länglich, aber gut. Und da haben wir die Beziehungen definiert zwischen Polen und der Bundesrepublik. Diese ganzen Auflockerungen, diese ganzen Erosionsentwicklungen haben mich dazu geführt, dass ich im Juli 1989 im Bonner Generalanzeiger ein Interview gegeben habe. Der Redakteur kam zu mir, weil er sagte, Herr Telschik, in den Warschauer Paktstaaten ist so viel in Bewegung, darüber muss man doch mal reden und schreiben. Und dann habe ich gesagt, naja, Ihr Hausapostel ist Herr Genscher. Der sagte, der Genscher verweigert sich, über diese Entwicklungen ein Interview zu machen. Ich habe gesagt, gut, dann machen wir es. Und dann habe ich ein Interview gegeben im Bonner Generalanzeiger. Und wurde dann daraufhin von der SPD zur Entlassung aufgefordert. Wie kann man eine solche These vertreten, der beginnenden Erosion? Genscher hat seinen Fraktionsvorsitzenden Mischnick angerufen, das hat mir Helmut Kohl persönlich erzählt. Mischnick soll Kohl anrufen und ihm zu verstehen gegeben, dass er mich endlich feuere, also entlassen sollte. Und das hat mir Helmut Kohl selber berichtet, dass ihm Mischnick diese Botschaft Genschers übermittelt hat, Telschik zu entlassen. Warum? Weil dieser Prozess der Erosion
wollte niemand so richtig wahrhaben. Ich meine, natürlich war es immer noch spekulativ. Ja? Führt das wirklich zur Auflösung oder nicht? Aber unter dem Gesichtspunkt, wo setzen wir an mit Veränderungen, waren diese Erosionsbewegungen in den Warschauer Paktstaaten natürlich besonders wichtig. Und dann kam der Glücksfall Gorbatschow. Nicht? Und ich meine, Gorbatschow fing ja ganz banal mit uns an. Das erste Gespräch, Helmut Kohl, Gorbatschow, da ging es um die Probleme der Sowjetunion. Und dann kam eines Tages der sowjetische Botschafter im Januar 90 zu mir ins Büro und sagte, Herr Teltschik, Ihr Bundeskanzler hat Hilfe versprochen. Da sage ich, um was geht es denn? Und er hatte nur ein Wort gesagt, im Januar 1990, Fleisch. Die Sowjetunion hatte im Jahr 1990 einen gewaltigen Nahrungsmittelmangel. Und ihr Interesse war, Lebensmittel zu erhalten. Aber jetzt gehen wir noch mal 2 Monate vorne. Nee, zurück. Zurück, ja. Also ich würde ja gerne noch folgende Merkmale noch loswerden. Ja. Die Einstellung zur Einheit der deutschen Nation in Westdeutschland und Ostdeutschland war markant verschieden. Im Westen stand das Einigungsgebot in der Präambel des Grundgesetzes und war offizielle Politik. Aber hinter gar nicht so vorgehaltener Hand haben die Leute gesagt, das ist ein alter Hut, eigentlich muss das Grundgesetz werden, das ist doch alles Quatsch. Und von der Lebenslüge der deutschen Einigung war die Rede. Im Osten. Aber nicht für Helmut Kohl. Nein. Also es gibt keine Regierung, hat das Einigungsgebot, keine westdeutsche Regierung hat das Einigungsgebot in Frage gestellt. Das ist eine Etage tiefer geschehen. Aber da gibt es übrigens nach meiner Kenntnis gelegentlich auch aus der CDU Stimmen, dass das eigentlich überholt sei. So, im Osten ist es nun umgekehrt gewesen. Da hat Erich Honecker durch eine nochmalige Revision der Verfassung alle Anspielungen an die Einheit der Nation getilgt. Und hätte eben auch keine besonderen Beziehungen zwischen DDR und Bundesrepublik haben wollen, sondern echte Botschaften. Und der Gedanke an das Zusammengehören der Deutschen spielte in der Bevölkerung eine sehr große Rolle und galt als aufsässig. Man hat sich auch gar nicht so gerne dazu bekannt. Aber in der Tat, durch kontinentes Handeln, haben sie alle abends vor dem Westfernsehen gesessen. Und jeder DDR-Bürger konnte westdeutsche Minister mit Namen mehr nennen als ostdeutsche Minister. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass die politische Führung in der DDR darauf Wert legte, immer nur als Kollektiv wahrgenommen zu werden. Aber ich habe in Berlin den Milchlaster halten sehen und er hat die Milch ausgeladen und aus dem Führerhaus schallte die Bundestagsdebatte. Wie war das am 9. November? Wo waren Sie da? Ich war zu Hause und habe nach Mitternacht das Radio, das Fernsehen angestellt und erst dadurch mitgekriegt, dass die Mauer geöffnet ist. Ich hatte dabei ein Freisemester und war mit einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt und war völlig überrascht. Dann wollte ich am nächsten Tag mit meinem Freund und mit den Kindern rüber. Da hat die Frau meines Freundes gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Heute Nacht wird die Mauer zugemacht, dann bist du drüben und ich bin hier. Dann komm doch auch mit. Wir hatten auch ein Kind. Nein, einer solchen Situation können wir unser Kind nicht aussetzen. So groß war die Angst, dass es zurückgedreht wird, sodass ich dann also am ersten Tag nach dem Mauerfall immer noch nicht im Westen war, sondern am zweiten Tag. Bei Herrn Teltschik war es auch etwas kompliziert. Er war, wenn jedenfalls der Bundeskanzler, so hat es der Bundeskanzler gesagt, so steht es in Ihrem Buch, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, wir waren in Warschau und dieser Besuch war von besonderer Bedeutung, denn
Das Ziel dieses Besuches war, die deutsch-polnischen Beziehungen auf eine neue Grundlage der Zusammenarbeit zu setzen. Und zur Vorbereitung dieser gemeinsamen Vereinbarung war, dass ich im Auftrag des Bundeskanzlers ein halbes Jahr mit meinen polnischen Kollegen Verhandlungen geführt habe, wie die Beziehungen zukünftig gestaltet werden sollen. Das Ergebnis sind etwa 120 Schreibmaschinenseiten. Willy Brandt sagt im Bundestag etwas länglich, aber gut. Wir haben die deutsch-polnischen Beziehungen gesamthaft auf eine neue Grundlage gestellt, wobei das Hauptanliegen der Polen war, dass sie einen Milliardenkredit, 2 Milliarden, nicht zurückzahlen müssen, weil sie es nicht konnten. Wir haben verabredet, sie brauchen es nicht zurückzahlen, sie sollen sie die Kredite in Zloty umwechseln und mit diesen Zlotys sollen sie deutsch-polnische Anliegen finanzieren, vom Jugendaustausch angefangen bis zu kultureller Zusammenarbeit und so weiter. Und dieses Dokument sollte bei dieser Reise von Helmut Kohl und dem polnischen Ministerpräsidenten unterschrieben werden. Und wir hatten aber als erstes Gespräch den Oppositionsführer Walesa. Und Walesa in dem ersten Gespräch, es war an dem Öffnungstag der Mauer um 16 Uhr, 16 bis 17 Uhr, sagt Walesa zu Helmut Kohl: Der Bundeskanzler, was in der DDR abläuft, ist der Beginn der Wiedervereinigung Deutschlands. Helmut Kohl hat das zur Kenntnis genommen, war leicht ungläubig, nicht, dass das schon der Anfang der Wiedervereinigung sein sollte. Aber Walesa hatte den richtigen Instinkt. Und als wir, das war nachmittags um 16 Uhr und um 20 Uhr war das offizielle Abendessen, da sollte das Dokument unterzeichnet werden. Und wir waren in der Suite des Kanzlers, um ihn abzuholen zum Abendessen. Da kamen die ersten Andeutungen von Journalisten, da läuft was in Berlin. Die ja auch an der falschen Stelle waren, die Journalisten, die ja. In Polen waren. Und die Frage, wie erfahren wir, was in Berlin abläuft? Denn das Problem war, man konnte zu dieser Zeit in keinem der Warschauer Paktstaaten in den Westen telefonieren. Ja, wir hatten eine Suite, Helmut Kohl hatte eine Suite, und natürlich stand da ein Telefon. Aber das Telefon konnte nur innerhalb Polens benutzt werden und wir konnten nicht Bonn anrufen. Wir hatten aber vorsichtshalber, und hier einige Soldaten kennen das, so einen Kasten, Holzkasten mit einer Kurbel. Wenn man da kurbelte, gab es eine Leitung zum Kanzleramt. Und haben also gekurbelt und die Verbindung zum Kanzleramt hergestellt. Und da haben wir erfahren, dass der Bundestag die Deutschlandhymne gesungen hätte, aufgestanden sei und die Öffnung der Mauer gefeiert habe. Da war für uns klar, wir können jetzt nicht einfach nur die Reise in Polen durchführen. Klar, am nächsten Morgen noch an dem Abend das gemeinsame Abendessen und die Unterschrift unter das Abkommen. Aber dann muss der Bundeskanzler im Prinzip vor Ort sein. Und das Problem war das Nächste. Mit unserem Flugzeug, eine Bundeswehrmaschine, waren wir nicht erlaubt, direkt nach Berlin zu fliegen, sondern kein westdeutsches Flugzeug durfte nach West-Berlin fliegen, nur alliierte Flugzeuge. Das heißt, wir mussten an dem Abend, späten Abend, noch den amerikanischen Botschafter mobilisieren, um ihn zu bitten, ein amerikanisches Flugzeug zur Verfügung zu stellen, das uns abholt und nach Ost-Berlin fliegt.
Und das Problem in Ost-Berlin war auch nicht sehr erfreulich, denn Helmut Kohl wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert von den Menschen vor dem Schöneberger Rathaus empfangen. Und ich dachte mir noch, Mensch, und wegen dieser Leute fliegen wir extra mit großen Problemen nach Berlin. Aber nach der Kundgebung, während der Kundgebung wurde ich ans Telefon angerufen, weil Gorbatschow am Telefon war. Gorbatschow bat mich, dem Bundeskanzler die Bitte zu übermitteln, beruhigend auf die Massen einzuwirken. Er sagte, das Gebot der Stunde ist jetzt, Ruhe zu bewahren. Und das habe ich dem Bundeskanzler natürlich noch ausgerichtet, bevor er geredet hat. Das heißt, seine Rede war auch zahmer, als er es normalerweise getan hätte. An dieser Stelle würde ich gerne einsetzen, wenn ich darf. Gorbatschow ließ über Sie, Kohl, etwas ausrichten. Ja. Jetzt denke ich mal, gerade in solchen dramatischen Situationen spielt schon Vertrauen zwischen Persönlichkeiten, zwischen Staatsmännern eine Rolle. Man hat aber auch zum Beispiel gesehen, dass Ruud Lubbers hervorragendes Verhältnis zu Kohl hatte, aber der Wiedervereinigung zeitweise gar nicht so gut gegenüberstand. Welche Rolle hat, das würde ich Sie, Herrn Schröder, gerne fragen, welche Rolle hat aus Ihrer Sicht die Persönlichkeit Helmut Kohls? Sie sind Sozialdemokrat, Sie sind auch bewusst in die Sozialdemokratie eingetreten und da Abgeordneter gewesen in der Volkskammer und im Parlament. Welche Rolle hat, wie hat Kohl seine Rolle gemacht? Wie beurteilen Sie Kohls Rolle? Also Helmut Kohl hat mir sogar zweimal erzählt, dass er mit Gorbatschow in dem Kanzleramtgelände an einem Abend, in der Dämmerung schon, ein langes Gespräch hat, bei dem er geschildert hat, was der Erste und der Zweite Weltkrieg für seine Familie bedeutet hat, wie viele er verloren hat an Onkels und anderen Verwandten. Und damit offenbar Gorbatschow glaubhaft machen können, dass der Kanzler auf jeden Fall eine Friedenspolitik haben will, schon aus solchen Gründen. Und er hat mir das so geschildert, dass da von Gorbatschow viel Empathie zu spüren war, was diese Kriege für den Bundeskanzler bedeutet haben. Und das ist offenbar auch der Grund gewesen, dass Gorbatschow ein tiefes Zutrauen zu Kohl gehabt hat, dass er ihm helfen werde. Und Deutschland hat ja im Jahre 1990 dann noch mehrfach das Fleischthema zu thematisieren gehabt. Diese Gespräche, wenn ich das kurz einwerfen darf, diese Gespräche zwischen Kohl und Gorbatschow, die in Bonn geführt wurden, wurden ja im Garten des Kanzleramtes geführt. Das ist der Bunker gewesen, ja. Da war eine Mauer mit dem Blick auf den Rhein. Dazwischen war nur noch eine Mauer. Jawohl. Die beiden saßen einmal auf der Mauer. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Die saßen auf dieser Mauer, guckten auf den Rhein und zwischen dem Rhein und den beiden Staatsmännern joggten Leute entlang. Ja. Das aber nur als kleine unqualifizierte Zwischenbemerkung. Dieses Vertrauen, das Sie herausstellen wollten, war ja auch zwischen Bush und Gorbatschow, Bush auch, und Kohl wohl da. Da würde ich Sie fragen, Herr Telczyk, es war nicht so doll ausgeprägt bei Frau Thatcher. Ja, Mrs. Thatcher hat gesagt, Deutschland war gut für zwei Weltkriege. Deutschland ist gut auch für einen dritten. Sie hatte die große Befürchtung, dass die Nachkriegsordnung, die ja doch samthaft relativ stabil geblieben ist, ja, dass diese Nachkriegsordnung, durch diese Entwicklungen in der DDR und mit der Frage der deutschen Einheit,
zerstört wird, ohne dass eine Alternative da ist. Ja? Und man muss, ihr engster Mitarbeiter ist im Frühjahr 1990 zu mir ins Büro gekommen, um mir zu erklären, warum Margaret Thatcher solche Befürchtungen hatte. Und erzählte mir, sie hat als Kind die Bombardierung Londons durch die deutsche Luftwaffe erlebt. In ihrer Familie ist ein jüdisches Kind, das aus Europa nach England gebracht worden ist, mit aufgezogen worden. Es gab ja so eine Aktion, jüdische Kinder nach England zu schicken, um sie zu schützen. Das hat sie in ihrer Familie, als junges Mädchen, alles erlebt. Von daher hatte sie ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber den Deutschen. Ich habe sie ja mehrfach im Auftrag des Kanzlers briefen müssen. Nicht? Und sie hat mir 15 bis 20 Minuten zugehört. Nur einmal hat sie mich unterbrochen, als ich sagte, der Helmut Kohl, der Bundeskanzler, sei in dieser Frage very open-minded. Da brach sie mich und sagte, oh, Mr. Telchuk, I'm not open-minded. No. Sie war da immer clear-cut in ihrer Aussage. Ne? I'm not open-minded. Und als sie mal in der Pfalz dieses berühmtes Essen da vorgesetzt bekam und da rumstocherte, in den Schweinemagen. Saumagen. Saumagen, ja. Hat sie dann beim Besteigen des Flugzeuges so ihr Mitarbeiter mir erzählt, gesagt, oh, Helmut is so German, he's so German. Aber ich habe sie dann mit Helmut Kohl erlebt, als sie ausscheiden musste als Premierministerin. Und plötzlich wirkte sie wie ein hilfloses, älteres Mädchen. Vorher tough. Ich habe in einer Sitzung mal erlebt, Emma Kohl hat berichtet, sie saß ihm gegenüber mit überschlagenen Beinen, hatte hier am Berg Akten. Als Helmut Kohl fertig war, nahm sie ihre Brille ab, guckte Helmut Kohl an und sagte, Helmut, no, no, no. Das war klar. Ja. Das war der Vorteil von Margaret Thatcher. Wir wussten immer, woran wir waren. Ja? Es war nicht hilfreich. Und unsere amerikanischen Freunde mussten da, und da war der amerikanische Präsident sehr hilfreich, doch auch einen gewissen politischen Druck auf sie ausüben. Herr Schröder, sagen Sie bitte noch mal Ihre Meinung zu Helmut Kohl. Vielleicht kann ich Sie noch mal ein bisschen reizen, indem ich Sie frage, hätte aus Ihrer Sicht jemand wie Schröder die Wiedervereinigung auch hinbekommen? Nee, also Gerhard Schröder nicht, nein. Lafontaine auch nicht. Allerdings muss man bedenken, dass damals im Jahre 1990 Willy Brandt noch eine große Autorität in der SPD gewesen ist. Und er hätte sicherlich auch dann Mittel und Wege gefunden, dass, wenn die SPD die Mehrheit gehabt hätte, nicht gerade Gerhard Schröder Kanzler wird. Also ich habe mit Gerhard Schröder folgendes kleine Erlebnis gehabt. Wir waren zur Abstimmungsvorbereitung zur Währungsunion. War ich mit Wolfgang Thierse in der SPD-Fraktion im Bundestag. Da kam mit Verspätung Gerhard Schröder rein und setzt sich neben mich und sagt, ich frage mal in Österreich an, ob die euch nach Artikel 23 nehmen. Also es ist schon eine ganz spezielle Art von Humor, die da durchklingt. Ich habe das auch in einem Buch mal veröffentlicht. Da wurde aus seiner Umgebung gesagt, das stimmt alles nicht. Das macht er nur, damit sein Buch gekauft wird. Aber ich kann Ihnen schwören, es ist so gewesen. Ich habe ihm damals, man ist ja dann auch immer, ich sage, Kolonie waren wir schon, das wollen wir nicht nochmal. Was haben wir mit Österreich zu tun?
weil Sie gerade über das Kaufen von Büchern reden. Telschik hat die zweite Auflage rausgebracht. Frau Merkel bringt demnächst ihre Memoiren raus. Sie war, die man dann beide in der inhabergeführten Buchhandlung Vaternam hier um die Ecke sicher erwerben kann. Frau Merkel war 16 von 35 Jahren Kanzlerin. Von diesen 35 Jahren war sie 16 Jahre Kanzlerin. Sie hat, die wird in dem Buch sicherlich dann nochmal drauf eingehen, aber man kann ja, ist schon berichtet worden über ihre Rede am Tag der Deutschen Einheit 2021, kurz vor ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt. Sie hat da aus einem Buch der Konrad-Adenauer-Stiftung zur CDU-Geschichte zitiert und darin hieß es über Frau Merkel, dass sie als 35-Jährige mit dem Ballast ihrer DDR-Biografie in den Wendetagen zur CDU gekommen sei und natürlich kein von der Pike auf sozialisiertes CDU-Gewächs altbundesrepublikanischer Prägung gewesen sei, stand in diesem Buch der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dazu hat Merkel, das hat Merkel zitiert und hat dann am 3. Oktober 2021 gesagt, die DDR-Biografie, also eine persönliche Lebensgeschichte von in meinem Fall 35 Jahren in einem Staat der Diktatur und Repression. Ballast? Der Duden, so Merkel weiter, definiere Ballast als eine schwere Last, die in der Regel als Fracht von geringem Wert zum Gewichtsausgleich mitgeführt werde oder als überflüssige Bürde abgeworfen werden könne. Weiter sagte Merkel, ich trage es mal kurz vor noch, ich erzähle das hier nicht, um mich zu beklagen. Sie sei wirklich die Letzte, die Grund zu klagen habe. Ihr sei im Leben viel Glück widerfahren. Jetzt kommt's. Ich erzähle das auch nicht als Bundeskanzlerin. Ich möchte es vielmehr als Bürgerin aus dem Osten erzählen. Als eine von gut 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein Leben gelebt haben, die mit dieser Lebensgeschichte in die deutsche Einheit gegangen waren und solche Bewertungen immer wieder erleben. DDR-Bürger, also Bürger zweiter Klasse? Wie würden Sie das sehen, Herr Schröder? Also ich sage dazu immer, seit 1945, nicht seit 1989, seit 1945 verstehen sich die meisten der DDR-Bürger als Bürger zweiter Klasse oder die Deutschen mit dem weniger erfreulichen Besatzungsmacht. Und das ist ja auch wirklich so gewesen. Das ist inzwischen vergessen, aber in der Zeit der sowjetischen Besatzungszone bis 1949 war Stalin an der Macht. Und die stalinistischen Methoden wurden in der DDR praktiziert. Es war eine 0815-Strafe, 25 Jahre Sibirien. Die hat zwar niemand absetzen müssen am Ende, aber die Enteignungen, nicht nur der Industrie, sondern auch der Bauern, das sind die mangelhafte Industrieproduktion. Ich will das nicht alles aufzählen. Die normale DDR-Bürger hat vor 1989 einerseits mit Neid auf den Westen geschaut, völlig nachvollziehbar, und andererseits auch immer gedacht, wenn es gar nicht mehr geht, vielleicht doch mal Ausreiseantrag. Ich meine, es sind 3 oder wie viele Millionen DDR-Bürger nach dem Westen gegangen und ein Zehntel davon andersrum. Also die Sache mit dem Bürger zweiter Klasse möchte ich dadurch entmythologisieren, dass es nicht durch die Einheit entstanden, sondern das haben sie wir alle mitgebracht. Dann hat es allerdings natürlich viele solcher Erlebnisse gegeben, weil nicht alle Westdeutschen sind übermäßig taktvoll und ich habe da auch selber manche Merkwürdigkeiten erlebt. Wer den Zusammenbruch eines Systems erlebt hat, ist gegenüber demjenigen, der etwas nicht erlebt hat, immer im Nachteil. Man fühlt sich gerecht genötigt zu erklären, dass man das System nicht mitgetragen hat oder wenigstens nicht mittragen wollte. Aber das stößt dann oft auf Unglauben. Ihr wart doch alle Stasi. Solche Sprüche sind nicht nur in der Gaststätte zu hören. Also da hat sie völlig recht. Allerdings, sie sollte, wie alle anderen auch, sich nicht so etwas nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Wie würden Sie denn Ihre
die Politik urteilen im Hinblick auf die deutsche Einheit? Hat sie da was, hat sie da irgendwas vorangebracht, wenn man ihren eigenen Worten glauben darf? Hat sie ja mental nicht so viel vorangebracht. Also sie hat offenbar nicht gerne betont, dass sie aus dem Osten kommt, weil sie dadurch ihre Glaubwürdigkeit im Westen offenbar gefährdet sah. Da hätte man sicherlich mit etwas mehr Geschick das durchaus auch stärker einbringen können. Ich meine, zu ihren, also den Ostdeutschen eine Beheimatung im gemeinsamen Deutschland schmackhaft zu machen, war sicherlich nicht ihr Hauptthema, sondern sie hat eher Besorgnis gehabt, dass sie von den alteingesessenen CDU-Mitgliedern nicht für voll genommen wird. War vielleicht der Bundespräsident Gauck in dieser Hinsicht besser? Also in der Kommunikation jedenfalls. Also ich glaube, das kann man sagen. Also jedenfalls ist natürlich das Amt auch verschieden, muss man auch bedenken. Bundeskanzler und Bundespräsident, das ist nun mal ein verschiedener Zuschnitt. Aber Gauck hat uns doch eine ganze Reihe von Sätzen hinterlassen, die wir alle gerne mal zitieren. Unser Herz ist weit. Wir haben ein weites Herz, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Das sagen viele immer mal wieder. Fallen Ihnen auch Zitate von Herrn Thierse ein? Der ja auch Bundestagspräsident. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, Bundeskanzlerin, 16 Jahre aus der DDR. Also Wolfgang Thierse hat, glaube ich, sich für den Osten sogar stärker engagiert als Jochen Gauck. Also Wolfgang Thierse hat sich mehr für den Osten engagiert, auch durch Besuche und viele, viele Gespräche, als Jochen Gauck. Das kann man auch, muss man nicht zum Vorwurf machen. Aber ich wollte sagen, Wolfgang Thierse hat sich wirklich sehr darum bemüht, auch jetzt im Blick auf die AfD-Verfolger hat er nochmal einen Zeitungsartikel veröffentlicht, der sich doch sehr viel Gedanken darüber macht, wie die Entwicklung im Osten weitergelaufen ist. 2001 hat er festgestellt, der Osten steht auf der Kippe. Ja, das ist auch richtig, dass er so etwas gesagt hat. Und das hat so jedenfalls nicht gestimmt, obwohl natürlich diese 30%, die AfD bekommen hat, das liegt einem schon im Magen und ich rätsel da auch etwas, warum, und überlege, ob ich mich dazu noch mal äußern soll. Darin liegt zweifellos, um den kritischen Punkt nicht zu verschweigen, eine mangelnde Sensibilität im Blick auf Rechtsextremismus. Und sie ist nicht zum ersten Mal. Können Sie sich noch erinnern an den verrückten Wahlerfolg der DVU? Eine rechtsradikale Partei aus dem Westen, von diesem Verleger Frei, die ohne Gesichter, ohne persönlichen Wahlkampf, nur durch Plakate in Sachsen-Anhalt 11,8% bekommen. In der nächsten Wahl ist rausgeflogen, aber das sind Zeichen dafür, dass man im Osten jedenfalls bis zu 30% ein mangelndes Gespür für rechtsextreme Tendenzen hat. Wenn Sie das Thema schon anschneiden, wie erklärt sich eigentlich die Liebe der Ostdeutschen zu Russland? Die große Zuneigung der Ostdeutschen zu Russland. Das ist, erklärt sie sich und macht sie sich so? Das ist in meinen Augen ein westdeutscher Irrtum, dass es eine Zuneigung zu Russland gibt. Die Erklärung der AfD und Frau Wagenknecht zugunsten von Putin sind nichts anderes als Anti-Amerikanismus. Die setzen einfach die Tradition fort, dass der Westen schlimm ist. Und dann ist die Kehrseite davon, dass der arme Osten, also Mitleid oder Sympathien, es gibt keine gewachsenen Sympathien im Osten mit Russland. Wir durften in Tschechoslowakei, Polen, Rumänien, Bulgarien individuellen Tourismus machen, bloß nicht in Russland.
Wir durften da nicht rein, nur in Gruppen, die dann für die Zeit der Reise noch eine temporäre Parteigruppe gebildet haben. Und Soldaten oder Offiziere, die zu deutschen Beziehungen aufgenommen haben, zum Beispiel, weil die Kinder auf der Straße zusammen gespielt haben, haben die Eltern, einen Armeearzt, das ist eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, aus erster Hand, zum Kaffeetrinken eingeladen, mit der Folge, dass dieser Armeearzt nach 14 Tagen später nach Russland zurückgeführt wird. Das ist eine große Illusion zu denken, es hätte russische Soldaten gegeben, die ostdeutschen Frauen geheiratet hätten, wie die Amerikaner im Westen. Die durften doch, außer den Offizieren, dass die ganzen 3 Jahre das Kasernengelände nicht verlassen. Beziehungen zwischen russischen Soldaten und DDR-Bevölkerung, alles nur auf dem Papier. Deutsch-sowjetische Freundschaft, da gab es eine Vereinigung. Der Kontakt, ich kenne ein anderes Beispiel von einem Deutschen, Ostdeutschen, der einen Neffen in Estland hatte. Und dieser Neffe hatte die Idee, seinen DDR-Neffen zu besuchen. Da ist die Parteileitung eingeschritten, um in das Haus zu reden und die Gewerkschaft. Und was willst du denn dort? Die Sowjetunion hat größten Wert darauf gelegt, dass es keine Verbrüderung zwischen den Völkern gibt. Und es ist wirklich, es ist nur der Anti-Amerikanismus, von dem her sich dieses positive Verhältnis zu Russland erklärt. Vielen Dank, Herr Schröder, dafür. Das nehmen wir gerne zu Protokoll. Ich bleibe aber noch mal bei dem Versuch, dem politischen Wesen im Osten auf die Spur zu kommen. Ich habe eben schon mal gesagt, also wir hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsidenten Thierse, den Bundespräsidenten Gauck. Herr Telschick, erkennen Sie als Wessi bei denen eine bestimmte Art, Politik zu machen, die die drei verbinden würde? Also, auf die Idee bin ich bisher noch nicht gekommen. Das ist ja mein Auftrag, dass ich Fragen stelle. Dass es hier einen Zusammenhang gibt. Ich habe schon immer den Eindruck gehabt, dass die Bundeskanzlerin Merkel auch einen wichtigen Zugang zu Präsident Putin hatte. Es gibt keinen Politiker im gesamten Westen, der so viele Gespräche mit Putin hatte als die Bundeskanzlerin. So häufig und so viele. Und Sie kennen ja auch viele der Bildberichterstattungen, nicht? Wie sie mit dem Hund und den großen Tisch. Ja, der Hund, ich muss Ihnen sagen, ich habe den Hund ja auch erlebt in Sochi. Das ist ein braver Bursche, der mit den, wie ich vermute, mit den Journalisten da mit reingekommen ist, ja, und dann eben rumgeschnuppert hat. Also das ist, ich habe den erlebt, der ist auf mich zugekommen, das ist ein ganz harmloser Hund, das ist ein ganz Lehrer. Also vor dem Angst zu haben, da muss man schon irgendwo ein Problem haben, nicht? Also man weiß, dass sie ist in jüngeren Jahren mal von einem Hund gebissen worden. Das ist ja, in der Regel ja auch die Ursache für eine grundsätzliche Angst. Gut. Aber ich meine, jetzt werde ich mal ganz aktuell, wenn ich der jetzige Bundeskanzler wäre, ja, ich hätte mir schon vor Jahr und Tag die Merkel zu einem vertraulichen Gespräch geholt und sie gebeten, vertraulich nach Moskau zu reisen, um mit Putin zu sprechen. Ich glaube, dass sie in der Bundesrepublik die einzige Politikerin ist, oder Politiker, die von die er, der er noch zuhört. Ich habe ein Gespräch mit ihm in Sochi gehabt, im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, als ich ihn eingeladen habe nach München. In welchem Jahr? Das war 88, ne? Wann war Sicherheitskonferenz? Das war früher, 86.
Bitte? 2006. 2006, ja, Entschuldigung. 2006 war, und ich war in Sotschi, habe mit noch drei Deutschen, wir hatten ein Abendessen mit Putin. Er war außerordentlich locker, bester Laune. Nach dem Essen kam eine russische Band, hat Musik gemacht. Ein Mitarbeiter sagte mir am nächsten Morgen, als er mich zum Flughafen brachte, er hätte Putin schon lange nicht mehr so locker erlebt wie am Abend vorher. Und ich habe die Chance genutzt, Putin auszufragen. Ich habe ihn direkt gefragt, was er von der Bundeskanzlerin halte. Und da kann ich nur sagen, da hat er sich so positiv geäußert, dass ich der Meinung war, das sollte sie eigentlich wissen. Wenn das so war und sie ihn so gut kannte, hätte man von ihr dann nicht mehr erwarten dürfen in den schwierigen Phasen 2014 zum Beispiel bei dem Thema Krim? Da hätte sie doch dann als Erste erkennen müssen, welche Gefahr da droht. Ja, nun weiß keiner, was sie mit ihm besprochen hat. Es war nur einer dabei, Herr Heusken. Herr Heusken hat sich öffentlich nie geäußert, was die Bundeskanzlerin besprochen hat. Ich habe der Bundeskanzlerin zweimal einen Vorschlag gemacht, was man mit Präsident Putin machen könnte, um die Beziehungen aufzulockern und zu verbessern. Sie war jedes Mal sehr positiv eingestellt. Sie hat gesagt, Herr Telschik, das ist eine gute Idee, ich werde es mit Putin besprechen. Sie war in Moskau, hat es nicht besprochen. Dann trafen wir uns zufällig wieder in Berlin, da kam sie wieder auf mich zu. Herr Telschik, ich habe das nicht vergessen, das ist eine prima Idee, ich werde das ansprechen. Sie war wieder in Moskau, hat es wieder nicht angesprochen. Da sitzt ein Mitarbeiter daneben, ich saß ja früher neben Kohl. Nicht? Also so wie ich neben Kohl saß, saß natürlich Heusken neben der Merkel. Wenn Kohl einen wichtigen Punkt nicht angesprochen hat, den ich aber für bedeutsam hielt, habe ich ihn angestoßen, auch vor dem Auge des Gesprächspartners und habe ihm zugeflüstert, da ist noch ein Thema. Oder habe ihm einen Zettel gereicht, da stand drauf, bitte ansprechen. Ja? Das scheint Herr Heusken nicht gemacht zu haben. Jedenfalls hat sie zwei, dreimal Ideen, die ich ihr vorgeschlagen habe, für interessant und spannend gehalten, aber nicht genutzt. Was macht man? Kann man nichts machen, ne? Ich würde ja gerne noch mal Ihre vorige Frage, die Sie an ihn gestellt haben, charakterisiert ja ostdeutsche gerne Politiker? Dann generell ist es natürlich ganz einfach, da etwas zu sagen. Aber drei Bemerkungen finde ich so ganz aufschlussreich. Die Bereitschaft, in eine Partei einzutreten, ist im Osten ein Drittel der Westdeutschen. Also von 100 Westdeutschen sind dreimal so viel in einer Partei als von 100 Ostdeutschen. Manche sagen, ich war schon mal in einer Partei, nie wieder. Oder die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, ist schwächer. Umso stärker ist aber das Vergnügen, den Politikern Vorschriften zu machen, was sie machen müssen. Die meisten Ostdeutschen müssen eigentlich politische Genies sein, weil sie immer genau wissen, was die Politiker eigentlich machen müssen. Sie aber auch. Ich bin da sehr kritisch an die Stelle. Das kommt mir nämlich sehr tyrannisch vor. Ich sitze im Sessel und mache nichts, aber sage den Politikern, was sie machen müssen. Das ist ja auch imperativ. Das ist aber kein Ostphänomen. Wie? Treffen Sie auch im Westen? Gut, das will ich auch gerne eingestehen. Aber es ist für mich auffällig, wie verbreitet das ist. Und mit dieser Zahl 1 zu 3 ist es ja auch in gewisser Weise bei Ort. Und das dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist ein fatales Kokettieren mit der direkten Demokratie. Weil das de facto hinausläuft, dass man sagt, man kann das oft hören, was wir jetzt haben, ist ja gar keine richtige Demokratie, denn wir werden ja nicht gefragt. Das Element der
Und das Element der Gewaltenteilung und das Element der repräsentativen Demokratie. Jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verantwortlich, wird von vielen nicht akzeptiert. Die Überzeugung ist die, der Volkswille, der offenbar einer ist, auch natürlich reiner Quatsch, der Volkswille ist von den Politikern zu akzeptieren und wir sagen, was unser Wille ist. Das sind drei, wie ich auch finde, nicht unwesentliche Elemente, die für den Wahlerfolg der AfD eine gewisse Mitschuld tragen, denn die machen das. Das ist ein AfD-Spruch. Was wir jetzt haben, ist keine richtige Demokratie. Vielleicht können wir bei dem Punkt noch mal bleiben. Auch bei dieser Gesellschaft, bei diesem gesellschaftspolitischen Klima, Professor Schröder, was bestimmt denn die heutigen politischen Verhältnisse im Osten mehr? Die Erfahrung der DDR-Diktatur oder die Nachwendeerfahrung? Oder anders gefragt, denken eigentlich, ich habe ja eben versucht, das zu skizzieren, dass einfach die Generationsunterschiede auch das Denken beeinflussen. Denken die Alten in der DDR, in der ehemaligen DDR, aus der ehemaligen DDR, als die Jungen, die die Diktatur nie erlebt haben? Und entsteht da ein Gemisch oder ist das zwei Gruppen mit einer Spaltung? Also erstmal muss man sich klar machen, dass in Ostdeutschland Gegensätze bestehen, die weithin verdeckt werden, weil sie umgedeutet werden in Ost-West-Gegensätze. Von wem? In der Öffentlichkeit, von Medien. Ich meine, Sie haben doch inzwischen den Eindruck, dass die AfD eine Ostpartei ist. Eine Ostpartei, dass sie von Westdeutschen gegründet worden ist, wie damals die AfD, DVO auch, das ist fast vergessen. Das ist eine importierte Partei, die AfD, die im Zusammenhang mit der Verbrüderung mit Pegida von einer eurokritischen Partei westdeutschen Zuschnitts zu einer migrationskritischen Partei mit den größten Erfolgen im Osten gewandelt hat. Das ist in meinen Augen die Diagnose für das AfD. Und ich empfinde das immer ein bisschen exotisch. In Bayern hat die AfD bis zu 18% gehabt. Haben Sie mal einen Artikel gelesen mit der Überschrift, was ist eigentlich in Bayern los? Aber wenn 70% die AfD nicht wählen im Osten, sondern 30, dann gibt es eine Serie von Artikeln, was ist mit dem Osten los? Also 18% in Bayern ist normal und 30% im Osten ist Skandal. Ein Skandal ist es in der Tat, aber die 18% in Bayern wären doch vielleicht auch mal einen kleinen Kommentar wert. Den kann Herr Zeltschik gleich geben. Aber Sie würde ich einmal noch fragen, Professor Schröder, wie geht es denn jetzt weiter im Osten? In der mentalen, gesellschaftspolitischen Entwicklung und damit ja auch dann Ende Wahlergebnissen. Es wäre ja schön. Finden Sie es im Moment und wie geht es weiter? Ob die AfD weiter wächst, möchte ich bezweifeln. Die 70%, die nicht gewählt haben, haben auch dafür ihre Gründe. Wir werden erleben, dass die AfD, dass der Einfluss der AfD im Osten nicht so weiter wächst. Sie haben wahrscheinlich ihr Potenzial ausgeschöpft, aber wir werden weiter mit ihr zu tun haben. Ich persönlich wünschte, es gäbe eine politische Diskussion, was ist eigentlich die Hauptsache an der Demokratie? Mein Wille geschehe, das ist die ostdeutsche Auffassung. Demokratie heißt, die Politiker machen, was wir wollen. In Wahrheit ist in meiner Auffassung der entscheidende Punkt bei der Demokratie die Machtkontrolle und die begrenzte Vergabe von Macht. Das würde eine Diskussion sich lohnen. Und wenn es mal angesprochen wird, dann halte ich es für möglich, dass die nachdenklicheren Ostpolitiker von dieser primitiven Hochschätzung der Demokratie abrücken. Dann habe ich jetzt noch eine Frage an den Anwohnern des Tegernsees. Ist der Unterschied zwischen Bayern und Schleswig-Holstein kleiner als der Unterschied zwischen Ostländern und Westländern?
Also ich bin ja... Nicht in Bayern geboren? Nein, ich bin sudetendeutscher Flüchtling. Ich bin mit 6 Jahren an den Tegernsee gekommen und dort aufgewachsen, meine ganze Schulzeit bis zum Abitur. Das heißt, die 14 Jahre Schulzeit in Tegernsee blieb ich für die Einheimischen immer ein Zurkraster, ein Zugereister, ein Flüchtling. Ja? Wir haben zwar unter uns Kindern, Bayern und Flüchtlinge, die Kinder haben miteinander gespielt. Ja? Das war kein Thema. Nur unser Zugang zu unseren bayerischen Freunden endete am Hauseingang. Ich bin nie, mein Zwillingsbruder oder andere Vertriebene, also Flüchtlingskinder, unsere Freundschaft mit den bayerischen Kindern endete am Hauseingang, nicht im Spielzimmer der bayerischen Kinder. Ja? Und als ich Abitur gemacht habe, da lebte ich ja schon 13 Jahre in Tegernsee. Als ich mein Abitur gemacht habe, war ich etwas auffällig, weil ich einen Fidel Castro-Bart mir hatte wachsen lassen. Aus Protest gegen meinen Mathelehrer. Der einzige unter 900 Schülern, der mit Bart rumlief. Und deswegen bin ich etwas auffällig gewesen, vor allem wenn ich zur gleichen Zeit als Ministrant tätig war. Ein junger Bursche, Ministrant mit Bart, war etwas ungewöhnlich. Und wenn da einer gefragt wurde, ein Einheimischer gefragt wurde, wer ist denn dieser junge Mann mit dem Bart? Da hat er nicht gesagt, das ist der Horst Teltschik, sondern hat gesagt, das ist ein Flüchtling. Ich bin bis zum Abitur in Tegernsee Flüchtling geblieben. Ja? Obwohl ich die katholische Jugend nicht nur im Ort Tegernsee geleitet habe, sondern im ganzen Dekanat. Ich habe Bälle organisiert in Tegernsee, Faschingsbälle, Tanz in den Mai und so weiter. Ich war bekannt wie ein bunter Hund, nur ich war immer der Flüchtling, immer. Und meine Eltern sind von Einheimischen nie eingeladen worden. Die Einheimischen haben sich wechselseitig eingeladen, das war's. Aber das in unserem Haus, wo wir untergebracht waren, gab es zwei bayerische Familien, die hätten doch mal gesagt, kommen Sie doch mal zum Kaffee zu uns runter. Nix. Wir waren, blieben separat. Und deswegen habe ich mein Mitleid mit den Ostdeutschen da ist sehr begrenzt. Damit musst fertig werden. Damit muss man leben. Das macht einen hart. Ja. So, da geht es halt manchmal so, wie du mir, so ich dir. Ja, bis du das vielleicht merkst, ja, dass da auch ein Flüchtling was wert ist. Als ich dann das erste Mal im Fernsehen auftauchte und nach Tegernsee kam danach, meine Frau wusste, einmal im Jahr muss ich nach Tegernsee. Ich bin dann nach dem Abitur immer woanders gewesen. Aber wenn ich dann an Tegernsee kam, nachdem ich mal im Fernsehen zu sehen war, ja, du bist doch unser Bub, die kennen wir doch, du bist doch da einmal zur Schule gegangen. Ja, habe ich gesagt, ich bin euer Bub. Gell? Plötzlich, weil ich im Fernsehen zu sehen war, war ich ihr Bub. Ja? Also von daher ist das Mitleid mit Ostdeutschen nicht gegenüber den Westdeutschen nur begrenzt. Damit muss man leben, damit muss man fertig werden. Das macht hart in einer Weise, aber man gewinnt auch dabei, sich durchzusetzen, obwohl man weiß, dass man ein Außenseiter ist. Damit wurde Ihnen das Schlusswort zugeflüstert, Herr Schröder. Sind Sie über die deutsche Einheit hart geworden? Nein. Nehmen Sie die Schwierigkeiten sportlich? Nein, also ich bin nicht durch die Einheit hart geworden. Ich habe ja vielleicht auch erkennen gegeben, dass ich mit den Ostdeutschen, die sich vor allen Dingen als Opfer definieren, überhaupt nicht einverstanden bin. Das haben Sie zu Beginn der 90er Jahre
immer wieder in Aufsätzen so betont. Ja, ja. Aber ist es nicht ein bisschen schlechter gelaufen, als Sie gehofft haben? Das ist schwer zu beurteilen. Ich hatte eine wirklich schlechte Meinung über die Leistungskraft der DDR-Wirtschaft. Und ich habe als Währungsunion kam, habe ich auch in der Volkskammer gesagt, Trabant produzieren müssen wir aufgeben, für die Museen haben wir genug. Und heute habe ich Zweifel, ob das die richtige Tonart für die Arbeiter bei Trabant war. Aber ich muss feststellen, dass viele Ostdeutsche nicht bereit sind, die SED für den Zustand der DDR-Wirtschaft verantwortlich zu machen, sondern die Treuhand. Wir haben eine ganz starke Verschiebung, was eigentlich die SED auf ihr Minuskonto geschrieben bekommen müsste, wird Westdeutschland zugeordnet. Und die Gegensätze zwischen Ostdeutschen, die man oft genug erleben kann, die Nachkommen der Genossen denken anders als meine Kinder. Diese Unterschiede Ost-Ost sind alle eingeebnet in den Medien. Es gibt nur noch Ost-West-Unterschiede, die in Wirklichkeit so stark auch gar nicht sind. Also insofern überwiegt bei mir fast die Kritik an dieser leichtfertigen Monopolisierung des Opferstatus. Die Kritik an den Medien nehme ich gerne entgegen. Ansonsten bin ich in einer sehr komfortablen Lage, weil das Schlusswort und die Dankesworte, die sehr berechtigt sind, spricht ja die Frau Präsidentin. Ich würde aber trotzdem angesichts der noch gar nicht so fortgeschrittenen Zeit den Experten für Auswärtiges und internationale Politik an diesem Abend doch noch mal fragen wollen zum Thema USA und den Wahlen. Herr Teltschik, kann das eigentlich sein, dass diese Wahlen so offen sind? Kann es eigentlich sein, dass viele es für absolut möglich halten, dass Trump diese Wahl gewinnt? Tja, ich habe ja eine ganze Reihe von Präsidenten, amerikanischen Präsidenten erlebt, nicht nur über die Medien wahrgenommen, sondern in der Zeit mit Helmut Kohl auch viele persönlich erlebt. Und da ist kein einziger, wo man sagen könnte, der ist ähnlich wie der oder ähnlich wie der. Das sind alles Individuen. Alle waren sie sehr selbstbewusst, bewusst, dass sie eine Weltmacht anführen. Und selbstbewusst, ich würde sagen, ich habe eigentlich keinen Präsidenten erlebt, von dem ich den Eindruck hatte, dass der abends darüber nachdenkt, was er falsch gemacht hätte oder besser machen müsste, sondern der einfach von sich aus ausging, ich bin gut und das, was ich mache, ist richtig. Ich meine, es waren ja sehr unterschiedliche Charaktere, nicht? Ich habe Reagan erlebt, Präsident Reagan. Donix hat, also nicht der Donix vor einiger Zeit hat Bundeskanzler Schröder, als er noch Bundeskanzler war, einmal gesagt, er redet nur auf Augenhöhe mit den Amerikanern. Auf welcher denn sonst? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, zu sagen, dass ich auf Augenhöhe rede? Ja, schon die Höflichkeit gebietet, dass man auf Augenhöhe redet und nicht runterschaut oder drüber wegschaut. Nicht? Also, und ich meine, ich habe beispielsweise Reagan erlebt. Er hatte immer in der Jackentasche so Zettel, wo er seine Themen draufstehen hatte. Nicht? Und er zog so einen Zettel raus und sagte, oh Helmut, there's an important topic we have to discuss. Da hat er den Zettel vorgelesen und
Helmut Kohl hat brav geantwortet. Und dann, als Helmut Kohl fertig war, hat er den nächsten Zettel rausgeholt und gesagt, oh Helmut, there is another topic we should discuss. Helmut Kohl hat wieder brav geantwortet, nicht? Und dann fing Reagan schon an, die Zettel zu sortieren, nicht? So nach dem Motto, was sollte ich davon noch ansprechen? Nach dem dritten Zettel steckte er ihn ein und sagte, oh Helmut, I have new jokes. Dann begann er, Witze zu erzählen. Ja, er hat es geliebt, Witze zu erzählen. Vor allem über die Sowjetunion und die Warschauer Paktstadt, Kommunisten. Das waren seine Lieblingswitze. Nicht? Ja. Aber trotzdem sind wir mit ihm hervorragend zurechtgekommen. Warum? Weil unsere Devise des Bundeskanzlers war, klare Botschaften zu übermitteln. Ja? Was wir wollen und was wir tun. Nicht, ob wir tun sollen oder dürfen oder müssen. Nein. Ja, Helmut Kohl hat Reagan und dem Präsidenten gesagt, was er beabsichtigt, welche Ziele er verfolgt und was er tun will. Und mir sagte mal ein National Security Advisor, das waren meine Counterparts, sie hätten während der Wiedervereinigung manchmal die Luft angehalten, was wir gemacht hätten. Ich habe ihm gesagt, der Unterschied ist nur, sie wussten immer, was wir tun. Das war der richtige Umgang aus meiner Sicht. Dem Partner zu sagen, welche Ziele man verfolgt und wie man sie erreichen will. Franz Kockhoff, National Security Advisor bei Bush, sagte immer, Horst, wir haben manchmal den Atem angehalten, was ihr in der Wiedervereinigung alles unternommen habt. Ich habe ihm gesagt, aber Brent, ihr habt immer gewusst, was wir machen. Das heißt, die Voraussetzung war, wir müssen unterrichten, nicht fragen. Und wir müssen es erstmal selber wissen, was wir wollen, dann müssen wir unterrichten. Ja? Und nicht fragen, dürfen wir das oder darfst du nicht? Nein. Und dann sagen, so, und dafür brauchen wir eure Hilfe, unsere Stützung. Weil Reagan war, du musst in der Abrüstung Rüstungskontrolle Verhandlungen mit den Sowjets führen. Und er hat das getan in einem Ausmaß, das sensationell im Ergebnis war, wenn du das mal siehst. Das ist später, vor allem auch schon beginnend bei Schröder, ist das alles wieder abgeräumt worden, nicht? Viele der Vereinbarungen. Es gab einen russischen Marschall, der einmal gesagt hat, wir haben die ganzen Jahre über Aufrüstung gesprochen, jetzt sprechen wir nur noch über Abrüstung. Ja? Das ist das, was wir erreichen müssen. Das heißt, wir müssen unseren Partnern, genauso in Europa, ich habe mich immer geärgert, wenn französischen Präsidenten eine Grundsatzrede gehalten haben zu Europa. Dann kam die deutsche Arroganz aus der Politik, naja, Frankreich, Franzosen. Wissen Sie, was Helmut Kohl in dem Fall immer getan hat? Er hat gesagt, Helschek, jetzt fährst nach Paris und redest darüber, was wir da gemeinsam machen können. Wir waren sogar so weit, eine Vereinbarung, weil so viele Militärs auch hier sind, eine Vereinbarung mit Mitterrand zu verhandeln über den Einsatz, über die Mitsprache, über den Einsatz französischer Nuklearwaffen. Denn die Reichweite der französischen Nuklearwaffen war so, dass wenn sie eingesetzt worden wären während des Kalten Krieges, eine ganze Reihe in der DDR niedergegangen wäre, ne? Also die DDR wäre besonders gefährdet gewesen. Ja, Helmut Kohl hatte erreicht, dass Mitterrand und er den französischen Generalinspekteur und mich und den deutschen Generalinspekteur beauftragt haben, eine Erklärung zu formulieren über die deutsche Mitsprache beim Einsatz französischer Nuklearwaffen. Sensationell. Wir haben eine Vereinbarung formuliert von 20 bis 24 Uhr. Im Élysée. Wir haben gesagt, am nächsten Tag sollen die beiden Herren, der Mitterrand und Helmut Kohl, unterzeichnen. Das ist leider nicht zustande gekommen, weil unser Generalinspekteur sagte, er könne das nicht tun,
bevor er nicht seinen Minister unterrichtet hätte. Aus Angst vor seinem Minister, obwohl der Bundeskanzler da war, ist es nicht unterzeichnet worden. Damit war es vom Tisch. Nicht? Es gibt ja historische Momente, die man nutzen muss. Ja. Das heißt, es kommt auf den Umgang drauf an. Okay, damit haben Sie in einer sehr diplomatischen Art und Weise geantwortet, aber auch noch den Bogen zur Wiedervereinigung gekriegt. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, das durch diese Eleganz, in der Sie sich beide geäußert haben, mir besonders große Freude gemacht hat. Und darf jetzt Frau Präsidentin Astrid Wallmann das Schlusswort zu reden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Sie haben schon gehört, mir kommt jetzt die Ehre zuteil, das Schlusswort für die heutige Veranstaltung zu sprechen. Ich glaube, das geht uns allen so, liegt sehr viel am Herzen, dass wir hier in diesem Haus auch immer wieder Zeitzeugengespräche führen. Herr Dr. Hettrott hat darauf hingewiesen zu Beginn der Veranstaltung, dass wir ja nicht immer nur davon ausgehen können, dass es Menschen gibt, die sich an die Zeit vor 35 Jahren erinnern, sondern dass wir zunehmend auch mit Generationen zu tun haben, die tatsächlich nur aus Dokumentationen, aus Erzählungen über diese Zeit erfahren. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie heute beide da waren. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass vor 35 Jahren diese Ereignisse, der Fall des Eisernen Vorhangs und auch die Maueröffnung, unsere Geschichte, die Geschichte Europas, Deutschlands, Hessens, ganz entscheidend verändert haben. Wir verdanken den damals agierenden Personen, die mutig waren, die entschlossen waren, unendlich viel. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir heute auch an diese Taten, an dieses Agieren in besonderer Weise erinnert haben und bin Ihnen beiden unglaublich dankbar, dass Sie Teil dieser heutigen Veranstaltung waren. Und Sie haben es gehört, die Anreise war zum Teil auch etwas länger, dass wir Sie mit einem so prominenten Podium hier heute präsentieren konnten. Dafür bin ich unglaublich dankbar, weil es ein Wert ist, an dieses wichtige Ereignis, Glücksfall der Geschichte, auch hier im Hessischen Landtag zu erinnern. Und ich möchte natürlich aber auch unserem Moderator ganz herzlich danken, Herrn Dr. Hettrott, der, wie wir eben erleben konnten, auch einen sehr weiten Bogen gespannt hat. Es gibt viele Themen, die uns aktuell bewegen, über die Frage des Mauerfalls hinweg und an das Gedenken. Sie haben eben auch den Bogen zur Wahl in den USA geschlossen. Und ich will nur sagen, weil ich auch darauf hinweisen möchte, dass wir gleich zum Glück auch noch Zeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass wir sicherlich auch über die aktuelle Situation in den USA sprechen werden und können. Ich glaube, das ist ein Thema, das uns alle auch in besonderer Weise, gerade auch der Wert der Demokratie in besonderer Weise bewegt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit Ihnen gleich bei dem anschließenden Empfang noch ins Gespräch zu kommen über alle Themen, die Sie bewegen, die uns bewegen. Wir haben profunde Kenner. Sie haben sich zu vielen gesellschaftlichen, auch aktuellen Themen geäußert. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich möchte ich der Jungen Musik Hessen danken. Und da muss ich jetzt doch noch mal kurz auf den Zettel gucken. Ich danke Herrn Yannick Dreifert und Herrn, übrigens Saxophon, damit man es auch gleich zuordnen kann. Und natürlich Herrn Benedikt Fröhlich ganz herzlich. Sie spielen am Klavier für die wunderbare musikalische Umrahmung. Das ist die perfekte Überleitung. Ich darf jetzt sozusagen Ihnen wieder die Bühne geben, lade Sie danach zum Empfang ein. Schön, dass Sie alle da waren. Herzlichen Dank dafür.